Also eigentlich sieht diese Insel relativ episch aus mit dem Sonnenlicht. Das wäre eigentlich fast ein bisschen schade, die wegzumachen, aber sie passt das überhaupt nicht hin. Aber episches Sonnenlicht. Willkommen zurück bei Minecraft übrigens. Also, ich sollte das vielleicht auch mal erwähnen. Wo wir hier so ein bisschen weiter mit dem Aufstieg bauen, was übrigens sehr, sehr lange dauert. Keine Ahnung, warum das bei mir immer so lange dauert. Ich hier mal irgendwas hingezimmert habe. Koppel, koppel, koppel. So, so. Wir sehen hier eigentlich noch kaum irgendwas von der Brücke. Nein, ich fange schon wieder damit an. Hier haben wir zum Glück noch ordentlich etwas Mauerwerk zur Hand. Ach so, da mache ich das genauso wie bei der anderen Sache, also wie bei der anderen Brüstung da drüben. Dass ich das hier nicht mit der Ecke abschließe, sondern einfach nur so mache. Wer drüber steigen möchte, kann das gerne tun. Auf eigene Gefahr. So. So, so, so. Um die ganzen Leute zu nerven, dass sie extra drum spazieren müssen. So, 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 so. Ich habe immer das Gefühl, dass mir irgendwas ins Ohr schnauft, was nicht unbedingt freundlich gesonnen ist. Ja, hier können wir eigentlich, wo es mir gerade einfällt, noch so eine weitere Geheimhöhle bauen. Da lasse ich zum Beispiel aus dem Loch einfach so ein bisschen Wasser rausplätschern. Ich habe leider keine Eimer dabei, sonst könnte ich das gleich machen. Da lasse ich also Wasser rausplätschern. Dann mache ich hier so eine kleine Pforte rein. Ne? Zinkgranopforte. Und da kann man dann hinter in diesen Wasser reinlaufen. In den Wasserrauslauf reinlaufen. So rum. Also Wasser rauslaufen, wir persönlich reinlaufen. Und dann kann man dann quasi einen weiteren geheimnisvollen Dungeon erkunden oder was auch immer. Das hier bleibt eine Felswand. Wo ist dieser kackige Enderman hin? Ich möchte mich nicht mit dem anlegen. So, und jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich hier ein paar Treppen an den Mann kriege, weil da unten fehlen noch ein paar. Und dann kann ich gleich mal den Fußweg hochbauen. Mal gucken, wie ich das mache. Oh, ich glaube, den klatsche ich ganz nonchalant durch die Wand hier. Ich liebe nonchalant. Ich hoffe, das heißt auch das, was ich eigentlich beabsichtige. Genau, da klatsche ich den Fußweg. Einfach hier durch die Wand und lasse ihn dann da oben rauskommen. Genau. Und das wird übrigens aus Sicherheitsgründen nur ein einer Fußweg. Hoppala, Schluck auf, damit da nicht allzu viele Feinde bei Angriff durchströmen können. So. Wir hüpfen mal zur Werkbank hinter. Stuppern ein bisschen an den Blümchen hier. Oh, Blümchen. Kennt ihr übrigens diese alte Weisheit, dass wenn man 7 Gänseblümchen unter seinen Fuß bringen kann, dann bringt das auch Glück? Man sollte allerdings vermeiden, auf die Gänseblümchen draufzutreten, weil das wäre einfach nur gemein. Ich weiß nicht, wie das mit Glück aussieht, aber es wäre gemein. So, ich nehme die einmal mal mit. Und mache mir hier mal ein paar Stüfchen. Stüfchen, Stüfchen. Na, da nicht hin, dahin eher. So, hier und dann auch da. Zack. Den Rest sammle ich mal wieder so ein. Zoe. Boah, und hier den ganzen Mist müssen wir auch noch fertig bauen. Da haben wir wirklich einiges an Arbeit vor uns. Wird aber hoffentlich dann ein bisschen schneller gehen. Ich weiß gerade nicht, welche Folge das hier ist. Das dürfte Folge Nummer... ...276 kann das sein? Vielleicht. Man weiß es nicht, man munkelt. Was wollte ich jetzt eigentlich mit den Treppen anfangen? Ach so. Habe ich nur 36 Treppen? Das ist aber ein bisschen... Nee, doch, ich habe mehr. So, ich wollte ja hier noch Treppen anbringen. Obwohl es eigentlich eher... Treppen, habe ich gesagt. Treppen, hörst du mich? Genau, mach das wieder weg, du dumme Sau. Und bring ja mal ein paar Treppen an. Genau. So schön. Dann machen wir da drüben das Gleiche. Man kennt das ja. Wie so hier, so hier. So, Treppi, Treppi, Treppi. Genau. So, schöne Brücke. Wunderbar. Dann hole ich mir gleich mal ein bisschen... Ich nehme das Bett mal mit. Weil dann wird es hier unten vielleicht doch etwas ungemütlich. Dann hole ich mir mal ein bisschen Wasser. Ich hoffe, ich habe noch genug Platz hier irgendwo. Ich habe immer das Gefühl, dass irgendein
arglistiges Viech hinter mir rumkriecht. Aber ich meine, ich bin ja ein Slinger. Oder war zumindest einer. Oh ey, dass man immer so wenig Zeit hat. Also eigentlich würde ich jetzt mittlerweile bestens doch nochmal gerne nochmal spielen. Einfach nur mal so. Lass mich raus. Ja, das fließt bis jetzt da unten rein. Warte mal, ich kann ja mal hier so ein bisschen den anderen Wassereimer hinsetzen. So. Da kann ich die ganzen Mist nämlich wieder stapeln. Na, habe ich noch eine Schippe da? Genau, habe ich noch eine Schippe da. Und dann machen wir hier mal ein bisschen Weg frei. Meh, 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 meh. So, und da das der Kiste noch nicht ganz ausreicht. Reicht das jetzt aus? Ja, naja, knapp. Ganz, ganz knapp. Da werden wir mal hier noch einen drunter setzen. Na komm. Da noch einen hin. Hoppala. Och, hier noch einen hin. Das kann sich ruhig ein bisschen ausbreiten, das Wasser. Das macht ja nichts. So, alle befreit den Fluss. Das geht schon ganz gut. Ja, vielleicht so hier. Mal gucken, ob ich dann noch das zweite Ding wegklatsche. Aber eigentlich sollte es nur so ein kleines Rinnsal werden, ja? Ah ja, reicht das mal. Wie komme ich jetzt darüber am besten? Hilfe! So. Wuppi, wuppi, wuppi. Ach übrigens, wegen Spiele, die man, wenn man Zeit hat, unbedingt mal spielen sollte, würde ich jetzt zwar nicht in die Kategorie reinzählen, aber ich hatte ja mal vor Urzeiten, na gut, das heißt ungefähr am Anfang der ganzen Let's Play-Geschichte hier, hatte ich ja Warzet quasi als Let's Play angebracht. Das Spiel gibt's ja an sich immer noch. Also nicht mehr unter dem Namen, das ist jetzt erst seit kurzem neu. Seit neuestem heißt es nämlich, wie heißt es? Infection Survivor Stories. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt ein unbedingt markanterer Name für die ganze Kiste ist, aber hat vermutlich auch damit zu tun, dass es jetzt natürlich auch den neuen, sag ich mal, Zombie-Film gibt, also den ultimativen, der auch relativ gut sein soll, der Zombie-Film. Den müsste ich mir auch mal irgendwann angucken. Der genannt wird The Warzet mit Brad Pitt und so. Vielleicht hat man den schon mal gesehen. Und vermutlich haben die, weil der Film diesen Namen schon trägt, also diesen Namen sich erwählt hat, haben die halt ihren Namen geändert. Weil vielleicht hatten die Filmemacher einfach ein bisschen mehr Geld als die Spielemacher. Und mussten sich demnach beugen. So, wir beugen uns mal ins Bettchen und schlafen ein Ründchen. Ratzefü, ratzefü. Und ein neuer Morgen. Ui, boah, das ist ein geiler Morgen. Pam. Epische schwebende Insel, epische Kuh, epischer Sonnenschein, episches Bett. Yay. So. Wobei vom Sonnenschein geweckt werden ist vielleicht noch die sanfteste Methode. Zum Beispiel einmal Wasser ins Gesicht ist da nicht so sanft. So. Jetzt müsste ich eigentlich wieder über diese bekloppte Mauer drüber. Warte mal. So, ach so, ja. Also das Spiel hat sich umbenannt. Wurde in der Zwischenzeit, also das letzte Mal gespielt habe, auch ein bisschen grafisch aufgemotzt. Um das mal so zu sagen. 1, 2, 3, 4. Also wurde ein bisschen verbessert und so weiter. Ja, aber an sich ist es eigentlich immer noch das gleiche Spiel. Obwohl es natürlich zum Beispiel diese Personal Lockers gibt, wo man seinen ganzen Kramzeug drin aufbewahren kann und so weiter und so fort. Aber es hat immer noch so seine Hauptmankos, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel, dass die Zombies, ich weiß nicht, ich habe das ja mal wieder so ein bisschen angespielt und da muss ich feststellen, die Zombies sind wirklich richtige Arschlöcher. Na gut, eigentlich die Zombies gehen so von der Schwierigkeit her.
obwohl es immer noch ein bisschen krampfig ist, immer den Kopf zu treffen. Ja, was wirklich nervt, ist die Tatsache, dass die sonst wann spawnen. Das heißt, man braucht gar nicht versuchen, irgendein Gebiet mal leer zu räumen. Denn nach ein paar Sekunden sind die sowieso wie alle wieder da. Die ganze Kumpanei und geht einem auf die Nerven. Also ich weiß nicht, was sie bei der Spawnrate gedacht haben, aber die ist ein bisschen dämlich. Da brauchen wir ein paar Meter weggehen, schon sind alle Zombies wieder da. Das heißt, es gibt Gebiete, wo man ohne Gruppe überhaupt nicht reinkommt, weil man überhaupt nicht in der Zeit alle Zombies umgeklatscht kriegt. Das ist echt so ein bisschen doof. Wie weit hoch muss ich eigentlich noch? Auf das Niveau müsste ich eigentlich, ne? Also hier so. So, dann kann ich hier noch ein bisschen reingehen. Oh, bin hier schon draußen. Na wunderbar. Dann gehe ich aber mal hier raus, wegen Symmetriewahn und so. Da liegt das nämlich genau in der Mitte. Sehr schön. So, ja, das hier wird dann irgendwie zugebaut mit Kika Cobblestone. Und dann haben wir hier quasi den Zivilistenaufgang, sage ich jetzt mal. Na gut, also natürlich kann auch militärisches Personal diesen Aufgang benutzen, aber es ist halt der Aufgang für die nicht beräderten Leute. Die können einfach hier durchgehen und sind etwas schneller unten, als man sich das vielleicht träumen hätte lassen können. Und die ganzen Wagen müssen dann halt hier außen rumfahren. Tuck, 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 tuck. Ich bin ein Ochsenwagen, ich fahre hier rum. Die müssen dann hier übers Bett drüber stolpern und dann sind dann auch irgendwann mal oben. So. So kann man das doch mal lassen. Jetzt pflaster ich hier noch ein bisschen rum, bis mir der Cobblestone ausgeht. Dieser Enderman geht mir ganz, ganz dezent auf die Nerven. Aber ich glaube, das erwähnte ich schon mal. Und ich weiß nicht, wo der Kerl steckt. Er soll sich zu erkennen geben. Mal gucken, wo mache ich denn hier eigentlich den Turm rein? Die Türme sind... Tja, 5 breit, genau. Also müsste es hier irgendwo eine Mitte geben. Vielleicht mache ich den mal hier hin. Ich markiere mir nur mal die Mitte von dem Turm. Das wäre hier dann quasi. Und dann dementsprechend auch auf der anderen Seite. So, also ich käme hier quasi die Turmwand rein. So, erster Turm, zweiter Turm. Fertig sind wir. Und ich denke mal, den Platz kann ich eigentlich in der Mitte so lassen. Also von der Gestaltung her. Wir wollen es ja ein bisschen der Natur anpassen. Wir wollen hier nicht übles Terraforming betreiben. Warum auch? Die Terra ist nun mal so, wie sie ist. Es lässt sich drauf leben. Und sie ist in ihrer Ursprünglichkeit auch eine wunderbare Augenweide. Deshalb sollten wir uns da nicht allzu sehr dran vergreifen. Ich meine, wir basteln eine riesige fette Stadt drauf, aber das ist erstmal zweitens. Weg damit. Ja, langsam geht mir wirklich der Cobblestone aus, was ein bisschen schade ist eigentlich. Ich markiere mal kurz den zweiten Turm. Wo ist die Sau? Andy? Manny? Hier gibt es Haufen schwebende Inseln, da muss ich wirklich mal aufräumen. 1, 2, 3, hier also. Ich weiß nicht, ob ich eine Standardhöhe für Türme mache, aber ich glaube nicht. Das lasse ich dann alles ganz individuell. So, hier kommt also noch ein Turm rein. Ja, das ist eigentlich ganz gut. So, und hier dann halt der zweite Turm. Also eigentlich... Naja, dann muss an die Ecke kein Turm. Nö, ach warum? Ich meine, da ist die Festung und so weiter. Ich meine, wenn wir ganz große Sicherheitsbedürfnisse haben, können wir da noch einen Turm hinsetzen. Aber an sich erstmal nicht. Da können wir auch die Mauer mit Bogenschützen bemannen, die auch einen Schichtwechsel haben. Da machen einfach irgendwelche NPCs, die auf der Mauer rumkriechen den ganzen Tag. Und irgendwie so eine Funktion drin haben, wie, keine Ahnung, Attack Enemy, wenn in Range oder sowas. Keine Ahnung, wie da die Befehle lauten. Habe ich noch irgendwelche Zeugbobbles dabei? Na gut. Ich habe noch irgendwelche Zeugbobbles dabei. Da kann ich mal versuchen, in der nächsten Folge hier ein bisschen den Eingang zu verschönern. Mal gucken, ob mir das irgendwie gelingt. Aber bis dahin sage ich erstmal Tschüssi und auf Wiedersehen.